Hier seht ihr überall den Schmutz, wo hier mir draufgestiegen wurde. Und dieser Schuh sieht jetzt einfach wieder fast wie neu aus. Dasselbe Spiel wiederholen wir jetzt mit unserem zweiten Yeezy. Ja Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, ich habe alle eure Kommentare gelesen. Ja, es wird endlich Zeit. Heute ist es soweit. Ich zeige euch, wie man seine schmutzigen Schuhe, vor allem die weißen schmutzigen Schuhe, wieder sauber bekommt. Helle Farben sind besonders auffällig auf Schmutz, auf Dreck. Wenn man einmal mit denen unterwegs ist, wenn man einmal mit denen in den Club geht, mit den Schuhen oder auf eine Festivität, du kommst zurück, dir sind einfach 15.000 Leute draufgestiegen und sie sehen einfach katastrophal aus. Ich habe aber mit der Zeit Erfahrungen gesammelt, wie man die Schuhe wieder komplett sauber bekommt, ohne sie zu zerstören, und diese Tricks werde ich euch heute mitgeben. Ganz, ganz wichtig vorab, liebe Freunde, bevor wir mit dem Video starten, es gibt hier auch noch Bonusmaterial auf der A1 Stream-Plattform, A1 Now, das ist der erste Link in der Videobox. Hier zeige ich euch noch ein paar Kniffe, wie man auch diese ausgelatschten weißen Gummis von den Schuhen wieder sauber bekommt. Also wenn ihr das wissen wollt, wenn ihr selbst zum Beispiel NNDs habt, die schon relativ schmutzig aussehen, die ihr einfach nicht mehr sauber bekommt, unten den Gummi vor allem, dann checkt das Video auf alle Fälle ab. Hier zeige ich euch, was es da für Tipps und Kniffe gibt. Wir wollen gar nicht mehr länger quatschen, wir starten direkt hinein. Ich habe hier vorbereitet mein Paar Yeezy. Also wie man hier schon erkennen kann, sind die extrem schmutzig. Also vor allem hier vorne der klassische Bereich, wenn einem Leute beim Fortgehen draufsteigen. Und ja, mit diesen Schuhen bin ich schon oft genug fortgegangen, habe sie aber immer wieder sauber bekommen. Und das ist einfach der Schuh, wie er aussieht, wenn ich damit in einem Club war. Sehr, sehr dreckig auf alle Fälle. Auch die Sohle, die ist uns aber für dieses Video einfach egal, weil ich putze meine Sohle nicht. Die Sohle ist da, um schmutzig zu werden. Also die putze ich selbst nicht. Aber wir sehen hier, auch auf den Schuhbändern ist ja relativ viel Dreck oben. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr diesen Schuh wieder so nahezu neuwertig hinbekommt. Zuallererst ganz, ganz wichtig, was brauchen wir? Eine Unterlage. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Dafür muss meine Badezimmer-Untermatte herhalten. Ich muss sowieso in die Waschmaschine, somit völlig egal. Als nächstes ein Shirt, das schmutzig werden kann. Es wird hier immer wieder passieren, dass Dreck von den Schuhen auf eure Shirts gelangt. Somit zieht auf alle Fälle eins an, was schmutzig werden kann. Dann brauchen wir noch eine Schüssel mit heißem Wasser, liebe Freunde, ganz, ganz wichtig. Sowie ein Putzset. Es gibt verschiedene Schuhputzsets. Ich habe hier da überhaupt kein Favorite, es ist völlig egal. Wichtig ist einfach nur, dass ihr eine Bürste habt, die etwas härter ist. Gut ist auch, wenn ihr eine etwas härtere und eine etwas weichere Bürste habt. Eine sogenannte Kotbürste hat etwas härtere Borsten, um hier den groben Dreck herauszubekommen. Und dann gibt es noch eine feinere Bürste, die dafür da ist, um kreisförmig die Flecken herauszubürsten. Dann, völlig egal, ich habe hier das Putzset von Crab Protect. Das ist keine Werbung, das habe ich mir von meinem eigenen Geld gekauft. Das bekommt man in jedem Footlocker, aber auch bei Snipes. Also das ist so das gängigste Putzmittel und auch das gängigste Schuhputzset, das man halt so in der Sneaker-Szene bekommt. Das sind auch schon alle Zutaten, die wir für unseren sauberen Yeezy benötigen. Mehr braucht ihr dazu nicht. Und somit können wir direkt anfangen. Erster Schritt, ganz, ganz wichtig, den Schuh vom gröbsten Schmutz befreien. Das heißt, wir nehmen den Schuh und fangen an, beide Schuhe komplett kreisförmig abzubürsten, um den gröbsten Dreck herunterzubekommen. Schritt Nummer 2. Ihr nehmt euer heißes Wasser und kleiner Tipp von mir, wenn ihr lang mit den Bürsten gebraucht habt, wird das Wasser logischerweise nicht mehr warm sein, ist mir schon oft genug passiert, dementsprechend wieder neu einfüllen, die bessere Variante. Dann versetzt ihr dieses Wasser mit etwas Putzmittel. Ich habe hier das eigene Crab Protect Shoe Cleaner Ding schlechthin, aber es reicht im Prinzip ganz normales Waschmittel, ein Fleckenentferner, der hier im warmen Wasser aufgelöst wird. Das ist im Prinzip das Wichtigste. Also auch die haben jetzt keine Miraculix Zauberformel, um jeden Sneaker reinzubekommen. Aber es funktioniert ganz gut. Also wer hier nicht lange auf Hausmittel setzen möchte, der kann sich hier so ein Sneaker-Putzset schon um 20 Euro in jeden Snipes oder Footlocker kaufen. Etwas davon hinein. Ich merke schon, da ist nicht mehr allzu viel drin. Und dann geht es direkt weiter zu Schritt Nummer 3. Das sind die Schuhbänder. Die Schuhbänder werden natürlich relativ schnell schmutzig, vor allem wenn im Club jemand auf deinen Schuh steigt. Aha, die gehen sehr gut raus. Die Schuhbänder nehmen wir einfach aus den Schuhen heraus. Wir befreien die Schuhe von den Schuhbändern. Das ist ja ein Scheiß. Leck mich doch einmal. Ja, was? Mann.
geht ja sowas von beschissen schwer. Okay, nach 2,5 Jahren haben wir auch die Schuhe von den Schuhbändern befreit. Die nehmen wir ganz einfach und legen sie in unserem Mischmasch an Reinigungsmittel und warmem Wasser ein und die bleiben für eine Zeit da drin und die holen wir nachher sauber wieder heraus. Jetzt geht's direkt weiter mit Schritt 2. Wir kommen zum Putzen, liebe Freunde. Dazu nehmen wir einfach den ersten Schuh und tauchen mit dieser Bürste hier in unserem Mischmasch aus Putzmittel und warmem Wasser und fangen hier an, kreisförmig an einer Stelle zu bürsten. Diese Stelle wischen wir dann immer wieder mit einem Tuch ab. Ich habe für diesen Fall hier jetzt ein Mikrofasertuch, ihr könnt aber auch andere Tücher verwenden. Und wie man hier schon erkennen kann, haben wir auf dieser Stelle geputzt und die ist jetzt weiß. So machen wir das mit dem gesamten Schuh. Gut, Freunde, ich bin hier mit dem ersten Sneaker schon fertig und wenn man den jetzt vergleicht mit unserem vorigen Modell, dann kann man hier auf jeden Fall einen Unterschied erkennen. Hier seht ihr überall den Schmutz, wo hier mir draufgestiegen wurde und dieser Schuh sieht jetzt einfach wieder fast wie neu aus. Dasselbe Spiel wiederholen wir jetzt mit unserem zweiten Yeezy. So Leute, unsere Schuhe sind fertig geputzt. Das alles mit der Hilfe eines Putzmittels, eines Schwamms und warmem Wasser sowie kreisförmiger Bewegung. Ich betone das immer wieder, kreisförmig ganz, ganz wichtig. Wie beim Zähneputzen, von oben nach unten wird man nicht sauber, sondern nur kreisförmig geht wirklich auch der letzte Schmutz weg. Und das zählt natürlich beim Schuhputzen genauso wie beim Zähneputzen. Viele meinen natürlich, hey Maximilian, man könnte die Schuhe doch auch einfach in die Waschmaschine schmeißen. Ja, könnte man, aber ich sage immer wieder eins dazu, Freunde, da wird der Schuh kaputt. Nicht nur, dass sich die Farben verwaschen. Ein sehr guter Freund von mir hat ebenfalls Yeezy Zebra, der hat die immer nur in der Waschmaschine gewaschen und man sieht einfach von den schwarzen und roten Nuancen einfach gar nichts mehr. Der Schuh ist jetzt einfach weiß, hat nicht mehr den klassischen Style und hat dadurch natürlich das Besondere verloren. Aber Freunde, nicht nur die Farben waschen sich aus, sondern auch der Schuh verliert komplett seine Passform. Hier wird alles durchgewaschen, der Schuh wird von oben nach unten geschleudert im Schleudergang und gerade bei Schuhen mit Schaumstoff und Plastik wird das einfach mit der Zeit marode, das ganze Ding, und ihr habt auch beim Tragegefühl selbst einen absoluten Verlust, was den Komfort angeht. Deswegen nicht faul sein, den Schuh schnappen, warmes Wasser, man ist in 5 Minuten wieder fertig und hat wieder einen tollen Schuh und es ist auf jeden Fall eine befriedigende Arbeit, weil man sieht, wie was weitergeht. Meiner Meinung nach gehört Schuhpflege einfach dazu. Ihr könnt den coolsten Sneaker anhaben, wenn der irgendwie schmutzig aussieht, dann verliert das Ganze einfach seinen Flair und dieser clean Look ist nicht mehr da. Deswegen auch immer Schuhe putzen, ganz, ganz wichtig vorne. Die Schuhbänder, die lassen wir jetzt in diesem Gemisch drinnen. Morgen sind die wieder sauber, werden nur mal einmal abgewischt, dann durch die Schuhe gezogen und ihr habt wieder ein fast neues Paar Schuhe. Egal wie verschmutzt sie sind, Freunde, egal wie, es gibt natürlich immer auch Einzelfälle, aber prinzipiell gilt, sie können so verdreckt sein, wie sie wollen, ihr bekommt sie wieder sauber unter einem einzigen Umstand, ihr habt alle Schuhe immer imprägniert. Auch diese Schuhe werde ich jetzt nach dem Putzen wieder imprägnieren. Imprägniersprays kennt ihr von Jacken. Also Jacken werden oft imprägniert, damit im Regen zum Beispiel alles abperlen kann. Hier verwenden wir den gleichen Spray, imprägnieren diesen Schuh, den gibt es um 7 Euro bei unterschiedlichsten Geschäften. Ihr müsst hier nicht wieder auf das Markending zurückgreifen, sondern auch ganz, ganz viele andere Imprägniersprays, die um einiges weniger kosten, können hier verwendet werden. Was den Gummi betrifft, wie man den Gummi sauber bekommt, liebe Freunde, das erfährt ihr, wenn ihr jetzt den ersten Link in der Videobox anklickt. Da zeige ich nochmal auf A1 Now, wie man auch so richtig alte Gummis wieder schön aussehen lässt. Schuhgummis, Schuhsohlengummis, um das klarzustellen. Liebe Freunde, wenn das für euch hilfreich war, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf alle Fälle ein Like da. Ich freue mich fürs Zusehen, ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Vielleicht habt auch ihr noch ein paar Tipps und Kniffe, wie man seine Schuhe mit anderen Zaubertricks wieder sauber bekommt, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Checkt das Video in der Infobox noch ab. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Maximilian. So Freunde, die Schuhbänder sind jetzt übrigens wieder drin und so sieht der Schuh fertig geputzt aus. Drecksmusi.